Die angeschlagenen griechischen Banken haben 18 Milliarden Euro aus dem Rettungsschirm EFSF erhalten. Mit dem Geld sollen die vier größten Institute die Wirtschaft am Laufen halten. Zwei weitere kleinere griechische Banken sollen in der kommenden Woche ebenfalls 7 Milliarden Euro bekommen, um vor der Parlamentswahl am 17. Juni die Konjunktur zu stützen.